Eine Kompaktdisk, kurz CD genannt, ist eine Kunststoffscheibe mit einer dünnen Metallbeschichtung, auf der in großem Umfang Informationen gespeichert werden können. Am häufigsten finden CDs Verwendung für eine qualitativ hochwertige Tonaufnahme und Wiedergabe. Mit einem Hochpräzisionslaserstrahl werden in die dünne Metallschicht der Masterdisk kleine Vertiefungen hineingebrannt. Diese Vertiefungen entsprechen bestimmten Mustern, die von einem CD-Abspielgerät gelesen werden können. Eine solche Masterdisk kann mehrere tausend Mal kopiert werden. Im CD-Abspielgerät befinden sich ein Laser, Präzisionslinsen und Spiegel. Ein Servomotor richtet die optischen Elemente genau in eine Spur auf der sich drehenden CD. Dort, wo sich auf der Spur Vertiefungen befinden, wird der Lichtstrahl anders reflektiert und gestreut als an den glatten Stellen. Der Ablauf der Vertiefungen innerhalb der Spur entspricht der Toninformation. Ein Fotodetektor empfängt das gestreute Licht und sendet die entsprechenden Signale an einen Mikroprozessor. Dieser leitet die Signale an das Lautsprechersystem weiter, wo sie schließlich in Ton umgewandelt werden. Dieselbe Technik lässt sich auch für andere Arten digitaler Information nutzen. Zum Beispiel für Computerprogramme oder stehende und bewegte Bilder. CDs, die verschiedene Arten von Informationen speichern und mehrere Nutzungsmöglichkeiten haben, heißen CD-ROM. Das ist eine Abkürzung des englischen Begriffs Compact Disc Read Only Memory.